Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Wende 1974. Wir sind wieder auf der PC Engine. Ja, das ist mal wieder eine PC Engine Aufnahmesession. Gut, da macht man auch PC Engine Games, ist euch irgendwie klar, ne? Ich danke dem großen Pink Cap, der mich hier zwingt, das zu tun. Gut, macht ja auch Spaß, muss man sagen. Wir sind bei Arrow Blasters, oder wie der Amerikaner sagt, Arrow Blaster. Ja. Ich sag's mal so, das Konzept ist jetzt nicht wirklich neu, aber hat ein paar interessante Sachen. Ich hoffe, das kann ich euch auch zeigen. Weil ich sag's mal vorweg, dass ich jetzt der größte Arrow Blaster-Spieler der Welt bin, kann ich nicht sagen. Aber ich denke mal, für ein paar Minuten Gameplay sollte es reichen. Ja, ihr seht schon, das ist so ein typischer Side-Scroller, wie man ihn ja gerne hat. Ich meine, ihr habt das ja selber schon bemerkt. Das PC Engine oder Turbo Graphics ist natürlich eine 8-Bit-Maschine. Das kann hier locker mit 16-Bit-Maps mithalten. Das Ding gibt es ja auch auf dem Mega Drive, übrigens das Game. Das gibt es natürlich auch auf dem Arcade. Klar, da kommt's her. So, der ist weg. Das ist schön. Weg, 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 weg. Danke. Power-Ups! So, beim Testen bin ich an den ganzen Power-Ups immer vorbeigeflogen. Das hilft nicht unbedingt. Das macht die Levels nicht, überraschenderweise nicht leichter. Aber sonst, muss ich sagen, spielt sich das recht nett. Ist jetzt auch, ich sag's mal ganz ehrlich, jetzt auch nicht irgendwas, was jetzt wahnsinnig das PC Engine definiert hat. Da gibt's mit Sicherheit bessere Sachen, das habt ihr auch schon, glaube ich, gesehen. Aber das geht voll in Ordnung. Geht voll in Ordnung. Es ist auch was, was so Soundkulisse angeht, erinnert mich das auch verdammt ans Mega Drive. Ich meine, ihr wisst ja, wenn Sega etwas nicht kann, dann ist es Musik. Und das ist immer auch noch ein bisschen sehr mechanisch. Was war das denn? Autsch! Ach, das ist der Boss! Tja, muss ich dich jetzt wohl platt machen? Geile Idee, geile Scheiße. Machen wir einfach mal den ganzen Planeten platt. So, und ich habe jetzt schon mehr Power-Ups als beim Testen. Ah, weg! So weit war ich beim Testen übrigens nicht. Kann ich euch sagen. Ich habe einfach nochmal reingeguckt. Wieder üblich Soundeinstellung und das war's dann auch. Jetzt geht das ja noch ganz gut. Ja, und am besten noch mehr Bullets. Er brennt, ne? Uah. Er brennt? Ist er weg? Yes, alles super gemacht. Meine Fresse, das war ja sogar fast perfekt. Ich bin zufrieden. Schönes Level-Design. Gefällt mir. Mechanized Cave, ja. Ich sag doch deswegen, das passt wirklich so in diese Mega Drive-Phase. Da muss ich euch sowieso Smaps ohne Ende zeigen. Ich glaube, das wissen diese ganzen Nintendo-Fanboys gar nicht zu würdigen, wie gut die auf Mega Drive sind. Und die sind auch noch, das ist das Lustige, die sind da noch günstiger, weil es ist ja eben Sega. Das kennt er wieder nicht, der Nintendo-Reseller. Der kennt so vieles nicht übrigens, was ja jetzt auch nicht so ärgerlich ist für uns, denke ich. Aber das ist ganz putzig. So, komm, gib alles. Zeig, was du kannst. Okay, das ist nicht viel, aber kannst ja mal probieren. Ja, das hat so ein bisschen was, allein um den Retro-Lutzer zu ärgern, das hat so ein bisschen eher was vom Atari 2600 gerade, das Level-Design. Das erinnert mich sehr an Vanguard. Was geht denn jetzt ab? Hallo? Wieso beschleunige ich? Das will ich nicht. Na gut, nicht, dass ich hier ansatzweise gefragt werde, aber das hat ja was von, das ist schon Turbo-Tunnel-like. Und ich hasse solche Levels. Wow. Geil. Was war das? War das jetzt, du Sack! Mein Gott. Jetzt hat der Arsch mich gerammt. Ja, jetzt viel Spaß ohne Power-Ups. Das ist bestimmt total geil, der Level. Und das sieht auch hier so unglaublich leicht aus, wie man sieht. Na gut, die 5 Continues verblase ich. Da könnt ihr von ausgehen. Dann wisst ihr ungefähr, wie lang das Video wird. Ha! Eine Minute länger als jetzt. Weg!
Ja, sicher. Wird ja immer unfairer. Ja, natürlich. Das geht gerade so. Super. Das hat ja mal ohne Scheiß. Das ist jetzt schon wirklich so. Scramble, Super Cobra, Vanguard. Also ich meine nicht, dass es auch ein bisschen nicht ein Design hat von R-Type und natürlich logischerweise von Gradius. Vor allem hauptsächlich eben Gradius 2 auf dem MSX, beziehungsweise den MSX 2, bevor jetzt wieder irgendein Klugscheißer in den Kommentaren das schreibt. Ich kann das aber sagen, weil ich habe das Modul, Klugscheißer höchstwahrscheinlich nicht. Ach, das ist doch Kacke! Nicht schon wieder. Nicht. Nein, ne? Alter. Seid doch bescheuert! Du kannst da echt gerade mal so aus dem Augenwinkel reagieren, sag mal, seid ihr bescheuert? Das macht doch keinem Spaß. Wow! Habt ihr das gesehen? Das ist ja unglaublich. Wow! Boah, was ist das denn jetzt? Bolledisch? Und was bist du? Boah, Alter. Was sind das für Viecher? Also das Gegnerdesign ist ja jedenfalls relativ putzig. Da gibt's nichts. Und eben wie schon 8-Bit-System, ne? Ich sag das gerne. Also was habe ich auf dem NES nicht gesehen. Uah. Ach Mensch. Aber was hat's wieder versaut? Der Erfolg, den Erfolg dieses Systems, richtig beschissenes Marketing. Man muss ja nicht erzählen, wie gut man ist. Okay, ich vermute mal, jetzt habe ich gewonnen. Ich habe zwar null Power-Ups, aber ist egal. Ich kriege ja sowieso gleich. Das heißt schon Scramble. Ist das gut? Ich denke, nein. Wow. Was ist das denn? Hat so ein bisschen auch so Gegner, so wie Turricane und sonstiges. Boah, was ist denn hier? Was geht denn hier ab? Ja, sicher! Und natürlich an allen Power-Ups vorbei. Sind das mechanische Gänse oder was? Das ist schon eigenwillig, das Design. Geh weg! Du rammst dich bestimmt wieder, du Pannemann. Kamikaze Aliens, das allerletzte, sag ich euch. Uah. Mein Gott, ey, du hast wirklich Millisekunden zu reagieren, wenn die da die Bullets raushauen. So. Erstmal habe ich jetzt wieder eine Waffe. So. Uah. Und natürlich, was ganz bescheuert ist, ist das Angriffsmuster. Die gehen ja alle auf Frontalangriff. Ja, das habe ich gesehen, mein Freund. Bist weg. Halt auch so viel Ja, natürlich hat der mich gerammt. Natürlich. Ist klar. Ist klar. Ich habe hier auch so unglaublich viel Bewegungsfreiheit. So klar, das war so klar. Du holst dir die Power-Ups und bist sofort tot. Wie in allen anderen Smaps. Ah, I hate it. Hashtag. Und ganz wichtig, no hate. Loyalty und Respekt und so. Ja, ihr gebt mir ein bisschen auf den Sender. Boss? Dunkel. So, ja, jetzt ist es echt wirklich Gradius. Wie scheiße ist das denn? Du kannst mich mal, du Birne. Ja, das war Aeroblaster. Oder Aeroblasters, glaube ich, Plural.
Ja. Nettes Ding. Nettes Ding. Guckt's euch an. Geht in Ordnung. Wie schon, gibt's auch für den Mega Drive. Geht und kauft es. Treibt die Preise hoch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.